Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Colosseum. Im letzten Part haben wir Areal 2 gemeistert und zum Schluss, Jürgen habe ich ihn genannt, besiegt den Uza oder Asa oder keine Ahnung, wie man den aussprechen soll. Ah! So, und jetzt wird es Zeit für Areal 3. Weiter geht's. So, willkommen, hier beginnt Areal 3. Bla 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 bla. Du redest viel zu viel, ich will nur kämpfen. Normalo Hank. Hank Scorpion. Wumpel und Chaloco. Okay, ihr fangt mit Level 25 an. Das ist jetzt eigentlich nicht wirklich ein starker Levelsprung, sage ich jetzt mal. Eher ein ziemlich kleiner. Ich weiß nicht, reicht ein Erdbeben aus? Das sehe ich ja gleich. Oh, ich sollte vielleicht auch weiter drucken. Wäre eine Idee. Panikon und Chaloc. Ich glaube, das habe ich ja schon mal erklärt, wie man die beiden bekommen kann. Dass es eine 50-50 Chance ist. Bei Panikon und Chaloc. So, du machst am besten noch Flammenrad und dann dürfte eh schon alles gegessen sein. Und mein Hals bringt mich heute wirklich um. Der bringt mich heute wirklich um. Bla 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 bla, du redest zu viel. Es sind schon 2 Minuten und naja, das ist ziemlich viel Zeit, was ich da mittlerweile schon vergeudet habe, sage ich jetzt mal. Ich habe gerade mal einen Gegner besiegt. Na gut, aber der Gegner dürfte eigentlich ziemlich schnell gehen. Mit den beiden Pokémon, pah, das geht easy peasy, rucki zucki. Nein! Nein! Das ist unfair! Das ist unfair, dass du Schwebe erkennst! Mann, das... Oh! Das ist echt gemein! Es ist doch alles so gemein! Naja. Was hat das alte Nurse dir gemacht? Oh ja. Das frage ich mich bei manchen Leuten, die ich so anschaue. Da frage ich mich jedes Mal, Gottes Willen, was hat das alte Nurse dir gemacht? Pokémon-Kämpfe werden mit Kraft entschieden. Ah, ja. So gesehen recht. Ja, hast du recht. Hast du schon recht, ja. Nur mit dem Stolunio und dem Fampi kommst du bei mir nicht weit. Auch nicht, wenn du die beiden Entwicklungen hast. Stolrak bzw. Stolos und ein Donphan. Jetzt wären mir beide Donphan nicht eingefallen. Stolunia ist eigentlich schon ganz cool, muss man schon sagen. Eigentlich ein cooles Pokémon. So,
das. Setzen wir uns nochmal kurz Flammenrad ein, damit das auch weg ist. Mir fällt übrigens auf, mein Vibrava will nicht in den Furio-Modus verfallen. Was ich eigentlich ganz gut finde. Wobei es ja nicht viel kämpft, mein Vibrava. Ach ja. Hals, warum hast du mich so? Warum hast du mich heute so? Liegt es daran, dass ich mir gestern die Seele aus dem Leib gebrüllt habe? Liegt es daran? Nimmst du mir das so übel? Na, wenn du mir das so übel nimmst, dann tut es mir wirklich sehr leid, lieber Hals. Es wird nicht nochmal vorkommen, nur die nächsten Wochen. Nein, Moment mal, nur diese Woche. Nein, Moment mal, nur nächste Woche. Ja, das setzen wir mal kurz. Ach, Erdbeben ist jetzt eigentlich blöd. Komm, das setzen wir Flammenrad ein und Kryptoschlag. Rabam! Weg ist Kindwurm. Und nochmal kurz Rabam mit Kryptoschlag und weg ist Wingull. Aber diesmal liege ich eigentlich nicht so gut in der Zeit. Ja, wobei. Ich bin jetzt bei der fünften Plattform, dann habe ich die Hälfte und die Hälfte der Zeit ist um. Ja, ich liege gut in der Zeit. Es sei denn, ihr setzt weiterhin so dumme Pokémon ein. Und auf einmal habt ihr dann 6 Pokémon wahrscheinlich. Welches Level haben die eigentlich mittlerweile? Da habe ich jetzt gar nicht aufgepasst. Ist das Level schon wieder gestiegen, oder? Nein. Noch nicht wirklich. Und Rabam! Weg ist Schluppuck. Traumhaft ist das, einfach traumhaft. Heißt du ernsthaft Kaki? So wie die Frucht? So wie die Kaki? Die schreibt man aber glaube ich nicht so. Ihr habt alle komische Namen. Ihr habt alle echt komische Namen. Lavita und Hundustor. Das ist ein geiles Team, weil die beiden haben ungefähr 0 Chance gegen Erdbeben. 0. Vor allem Hundustor nicht. Dank seinem Typ Unlicht, Feuer und seiner extrem schlechten Verteidigung. Also die sind jetzt gleich weg. Hasta la vista. Ciao, ciao, mon amour. Ich mag Hundustor, ja. Komisch eigentlich, weil es ein Hund ist und ich Hunde hasse. Und auch seine Entwicklung Hundemon mag ich sehr. Aber ich tue es selten ins Team, weil es einfach von der Verteidigung her zu schwach ist. Und Verteidigung ist mir doch ein bisschen wichtig. Aber Tornupdoid hat leider auch eine extrem beschissene Verteidigung. Wobei ich ja glaube, Hundemon hat eine noch schlechtere Verteidigung als Tornupto, glaube ich. Bin mir aber gerade nicht so sicher. Du setzt mir bitte Flammenrad ein und du Kryptoschlag.
Denn Erdbeben hätte mir gar nichts gebracht, da Natur sowieso nicht davon getroffen wird. Und ich glaube, Zwielicht hat Schwebe. Ich bin mir aber nicht so ganz so sicher. So geht's dann auch. Ganz fix. Ja, die Einstellung stimmt. Das kann sehr gut sein. Ja, deine ganze Einstellung gegenüber dem Leben ist komplett inakzeptabel. So, insgesamt noch 3 Gegner inklusive Arealleiter und noch 4 Minuten Videomaterial. Oder besser gesagt 4 Minuten Zeit. Ja, das dürfte ganz gut hinkommen. Ich freue mich schon drauf, wenn mein Vibrava wieder normal ist und es dann hier diese mega Erfahrungspunkte bekommt. Das würde doch einen ordentlichen Erfahrungspunkte-Boost bekommen, sage ich jetzt einmal. Und sich entwickeln, darauf freue ich mich ja vor allem schon. Flunkkiefer und Kleinstein. Das ist schön, ihr setzt genau immer die Pokémon ein in letzter Zeit, die ich als Gegner sehr gut gebrauchen kann wegen Erdbeben. Das freut mich sehr und ich frage mich, was an Flunkkiefer so bedrohlich sein soll. Sieht doch ganz süß aus. Bis auf dieses mega fette Maul, das irgendwie auf ihrem Kopf drauf ist. Oder was das sein soll. Wunderbar, nun wird es schon Zeit für den 3. Arealleiter. Wunderbar, sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Willkommen, ich bin Milva und ich werde dir für den Abschluss von Areal 3 zur Verfügung stehen. Oh, das ist schön. Das ist schön, wenn du mir zur Verfügung stehst. Oh, oh. Rothaarig, ja, ist okay. Und sie bietet sich mir an, das finde ich natürlich super. Sie stellt sich mir zur Verfügung. Oh, wie das schon klingt. So. Der Kampf dürfte aber eigentlich in der Regel kein allzu großes Problem darstellen. Eher gar kein Problem. Es würde mich wundern, wenn sie überhaupt einmal zum Zug kommt. Sagen wir es mal so. Ein Krebskorps. Krebskorps ist cool. Und Goldini. Puh. Alles Schwächlinge. Alles Schwächlinge. Und Krebskorps hat überlebt. Okay. Ich muss sagen, ich bin leicht überrascht.
Naja, dafür ist es jetzt down. Und das gleiche gilt. Nur Goldini hat überlebt. Okay. Oh, da kommst du tatsächlich doch mal zum Zug. Siehst sogar gar nicht mal schlecht aus. Gut, aber Vibra war da auch keine Verteidigung. So. Wunderbar. Die nächste Kammer ist leer. Mal schauen. Ob es was gelernt hat, ich glaube nicht, nein. Würde ich jetzt einfach mal grob geschätzt raten. Bravourös! Oh ja, und wie bravourös. Wirklich, mit deinen Fähigkeiten muss ein Trainer es bisher schaffen, was? Ja. Irgendwas hast du jetzt gesagt, aber ich hab's irgendwie akustisch nicht so ganz aufgefasst. Ja, weiter zum nächsten Areal. So. Vibrava. Hat nichts Neues gelernt, nein. Aber ich freue mich schon drauf, wenn es ein normales Pokémon ist. Oh yeah, das wird geil. Das wird geil, das wird geil. Ich müsste mal schauen, was eigentlich meine Pokémon hier für Wesen haben. Ob das gute Wesen sind oder nicht. Eigentlich interessiert es mich ja nicht mal, aber ist auch eigentlich relativ, ja, Wayne. Aber egal erst einmal. Ach, Nachtara, du hast so eine geile Verteidigung, das ist... Ach, du hast so eine geile Verteidigung. Naja, im Übrigen habe ich doch, glaube ich, erzählt in einem meiner Parts, dass Macho Band auf die Spezialverteidigung geht. Wenn ich mir das jetzt mal so im Kopf so zergehen lasse, ist es totaler Schwachsinn. Macho Band ist scheißegal. Dem Macho-Band ist es scheißegal, welche EVs ich bekomme. Ich bekomme die EVs und das Macho-Band verdoppelt sie. So einfach ist das. Soll heißen, ich bekomme 2 EVs auf Spezialangriff, durch Macho-Band bekomme ich 4. Ich bekomme 2 auf Verteidigung, durch Macho-Band bekomme ich 4. Macho-Band verdoppelt doch alle, nicht nur die, wo auf Spezialverteidigung geht. Naja, ist er eigentlich auch. Egal. Ja. Ist ja eigentlich auch egal. Also gut, Leute, das war dann mein Let's Play Pokémon Kolosseum für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.